Und herzlich willkommen zu meinem Resümee-Monat und auch gleichzeitig zum Neuzugänge-Video für den Monat Juni. Der ist bei mir lesetechnisch ziemlich mau ausgefallen. Also ich habe insgesamt 4 Bücher gelesen mit 1648 Seiten. Ihr seht hier 3 Printbücher und dazu habe ich noch ein E-Book gelesen. Ich muss auch sagen, so qualitativ hat mir das nicht so herausragend gefallen. Also die waren alle okay. Aber mein Durchschnitt ist 2,5 Sterne für diesen Monat. Ich habe recht wenig Zeit gehabt. Ich habe ziemlich viel gearbeitet und einige Überstunden gemacht. Und dann hatte ich relativ wenig Lust auch gehabt zum Lesen, wenn ich dann nach Hause kam. Vielleicht schlägt sich das auch in der Bewertung nieder. Einfach, weil ich halt nicht so viel Zeit hatte und das Lesen nicht so genießen konnte. Deswegen habe ich den Büchern vielleicht auch Unrecht getan. Und es lag einfach nur an dieser sehr stressigen Zeit. Aber genug der Vorrede, ich werde jetzt gleich mal loslegen und euch die 4 Bücher vorstellen, die ich gelesen habe. Und am Ende seht ihr dann auch noch meinen Neuzugang. Ein einziges Buch. 2 der Bücher habe ich gelesen, weil wir einen Kurztrip geplant hatten. Anfang Juni waren wir in Heilbronn und Umgebung auf so einer kleinen Weintour. Wir haben da in verschiedenen Weingütern dann übernachtet und uns ziemlich wild durch die Heilbronner Weine gekostet. Und ich wollte gerne etwas lesen, das auch irgendwie so zur Region passt und habe mich dann für Friedrich Hölderlin entschieden. Ich habe mir hier seine gesammelten Werke gekauft. Ich habe jetzt nicht das gesamte Buch gelesen, aber ich habe den ersten Teil gelesen, in dem alle seine Gedichte versammelt sind. Hölderlin hat ja zur gleichen Zeit wie Goethe und Schiller gelebt. Und stand auch mit ihnen in so einem Briefaustausch, hauptsächlich mit Schiller, und hat dann auch öfters mal nachgefragt, wie sie denn so seine Gedichte finden. Und im Nachwort kann man hier auch so ein paar Antworten von Schiller lesen, auch von Goethe, der auch ein Gedicht beurteilt hat. Und ich muss sagen, mir haben die Gedichte mitunter doch schon gefallen, aber jetzt nicht so sehr. Ich fand es sehr, sehr schwülstig und es ist so eine Mischung aus deutschem Patriotismus und einer Verherrlichung des antiken Griechenlandes. Und er beschreibt ganz oft, wie toll es doch in Griechenland war und geht auch auf einige Philosophen ein. Allerdings irgendwie nur so oberflächlich. Und im Nachwort habe ich dann auch gelesen, dass er erst sehr spät dann überhaupt sich mit diesen Philosophen dann auch selbst beschäftigt hat und etwas von ihnen gelesen hat. Das war am Anfang zumindest eher so Hörensagen und das hat er eben in seine Gedichte eingebaut. Manchmal gab es sehr schöne, so heimatliche Naturbeschreibungen, die haben mir gut gefallen, aber es war mir einfach so ein bisschen zu dick aufgetragen. Der Stil der Gedichte ändert sich auch ziemlich. Am Anfang ist es noch ein bisschen patriotischer und heroischer. Das lässt dann ein bisschen nach später. Und zum Ende seines Lebens hin hatte er ja auch psychische Probleme und seine Gedichte dann wurden viel einfacher. Also es ist auch interessant, einfach so ein paar Gedichte aus verschiedenen Jahren zu lesen und zu sehen, wie unterschiedlich die sind. Es gibt auch ziemlich viele sehr fragmentarische Gedichte hier in dieser Sammlung und das war schon mitunter sehr, sehr fragmentarisch. Also man hat dann nur so pro Zeile, ich zeige euch mal was. Jetzt zum Beispiel hier seht ihr so ein bisschen, wie fragmentarisch das mitunter ist. Und dann ist eben in einer Zeile nur ein Wort dennoch. Und da bin ich mir nicht sicher, wie viel das bringt, das auch noch in die gesammelten Werke mit aufzunehmen. Es ist dann eben eine umfassende Sammlung, aber und so habe ich den Gedichten insgesamt 2 Sterne gegeben. Zu diesem Buch könnt ihr auch bereits eine Rezension auf meinem Kanal finden. Lucia Berlins Erinnerungen und Briefe, Erinnerungen, Bilder und Briefe, Welcome Home. Das ist ein Buch, an dem die Autorin kurz zu ihrem Tod gearbeitet hat. Das ist nicht vollendet. Wir haben hier schlaglichterartige Einblicke in ihr Leben, allerdings nur bis in die 60er Jahre. Und dann ist sie leider gestorben und konnte dann nicht weiterschreiben. Die Erinnerungen haben mir sehr, sehr gut gefallen. Es sind ja auch viele Bilder drin, zum Beispiel das von ihrer Kindheit, aber auch als sie dann als erwachsene Frau bereits selber Kinder hat. Und wir erfahren von einem ziemlich bewegten Leben, das auch in ihrer Familie von Alkoholismus geprägt ist.
Sie versucht ihre Kreativität irgendwie in ihren sehr hektischen Alltag einzubauen und das Schreiben genauso. Und sie ist wahnsinnig oft umgezogen mit ihren Eltern als Kind, aber dann auch als erwachsene Frau. Wir haben hier ganz, ganz viele verschiedene Stationen von Alaska über Texas nach Südamerika. Und das war sehr interessant. Vor allem auch, wie sie ihre Erinnerungen aufbaut. Es gibt immer so ein spezifisches Element, zum Beispiel einen sehr starken Hyazinthengeruch, oder einen Einsiedler im Wald, den sie als Kind dann mit ihrem Vater besucht hat, oder auch einfach nur ein Nachbarskind, mit dem sie sich dann sehr gut verstanden hat. Und so erfahren wir die Orte auf diese Weise, so ganz kleine Puzzlestücke, aber diese dann sehr detailreich. Das hat mir sehr gut gefallen. Der Schreibstil war toll. Im zweiten Teil allerdings sind dann einige Briefe abgedruckt, die sie geschrieben hat oder auch erhalten hat. Und das waren sehr, ja, private Mitteilungen. Und in denen hat sie natürlich dann nicht versucht, irgendwie besonders zu schreiben, sondern hier war der Zweck wirklich nur jemand anderem etwas mitzuteilen. Und das fand ich so, also es hat mich halt einfach nicht so richtig interessiert. Es gibt ja zum Beispiel einen Brief, in dem sie als Jugendliche mit einer anderen Jugendlichen drüber spricht, wer jetzt gerade auf wen steht. Das muss ich nicht unbedingt lesen. Der erste Teil, ganz, ganz toll, dem würde ich 4 Sterne geben, dem zweiten Teil dann 2 Sterne und deswegen insgesamt 3. Und dann beendete ich den zweiten Heilbronn-thematischen Roman und das ist etwas Ungewöhnliches für mich, ein historischer Roman von Joelle Tan, Die Blütentöchter. Das Buch spielt hauptsächlich in Heilbronn. Wir reisen aber auch so ein bisschen durch Süddeutschland und kommen auch nach Nürnberg zum Beispiel. Wir sind hier Anfang des 14. Jahrhunderts, 1333, und wir folgen hier Drillingsschwestern, die aufgrund dieser Besonderheit, dass sie eben wirklich gleich aussehen, zu dritt in Heilbronn, dann aufgrund eines sehr unglücklichen Zufalls als schlechtes Omen gesehen werden. Und das geht dann so weit, dass sie sogar verfolgt werden. Es gibt ein Hochwasser in Heilbronn, das gab es auch wirklich. Und ihnen wird dann die Schuld in die Schuhe geschoben. Sie werden dann auch wirklich gejagt und getrennt. Und jede der 3 Schwestern ist davon überzeugt, dass die anderen beiden tot sind und macht sich dann allein auf den Weg durch die Welt und durch ihr Leben. Ich fand, es war schön geschrieben, man hat so das atmosphärisch auch mitbekommen. Man ist jetzt im Mittelalter in Heilbronn. Die Autorin hat sich auch große Mühe gegeben, die Straßennamen zu recherchieren und ja, so andere kleine Orte, die so drumherum sind, wie die damals aussahen, und hat das auch sehr schön beschrieben. Also, es war wirklich unterhaltsam, es war spannend. Allerdings war es so ein bisschen flach. Also, diese 3 Schwestern, die werden auf eine Eigenschaft reduziert. Ich hätte mir hier einfach ein bisschen einen stärker ausgearbeiteten Charakter der 3 gewünscht. Das blieb wirklich flach. Ebenso wie deren Love Interests. Die sind genauso nur auf diese eine Fähigkeit reduziert und passen dann auch 100% zu dieser Schwester. Und das ist dann der erste Mann, den sie treffen, und das ist natürlich dann die große Liebe. Da hätte doch so ein bisschen mehr Tiefe sein können, aber es war ein unterhaltsamer historischer Roman. Eine Sache noch, die mich gestört hat, war, dass wenn hier etwas geschrieben wurde oder ein Textstück irgendwie vorgelesen wurde, dann wurde das auch wirklich in einem mittelhochdeutschen Stil geschrieben oder gelesen. Wenn aber die Menschen miteinander gesprochen haben, war das eine sehr moderne Sprache. Da hätte man sich vielleicht auch irgendwie für eine Variante entscheiden können und das dann so ein bisschen angleichen. Natürlich ist dem heutigen Leser dann angenehmer, das Moderne zu lesen. Aber dann hätten vielleicht auch diese Texte dann ebenfalls modern geschrieben werden können. Egal, im Großen und Ganzen, es war unterhaltsam. Ich habe dem Buch 3 Sterne gegeben. Ich muss aber jetzt nicht unbedingt nochmal zu einem anderen Buch von Joelle Tan greifen, glaube ich. Aber für einen Heilbronn-Kurzurlaub kann ich euch das wirklich empfehlen. Jetzt kommen wir zu dem E-Book, das ich las. Das erhielt ich über NetGalley und das ist Melinda Mullet, Whisky für den Mörder. Das ist der zweite Teil einer Krimiserie um eine Whiskybrennerei herum.
es hat mich jetzt nicht so gestört, dass ich den ersten Teil nicht gelesen habe. Also man kam relativ gut rein. Es war auch recht einfach geschrieben, muss ich sagen. Und auch hier, ähnlich wie bei den Blütentöchtern, waren mir die Figuren ein bisschen zu flach. Die Geschichte steigt ein mit einer sehr alten Leiche, die vor dem Pub gefunden wird. Und dann gibt es aber noch so ein paar andere modernere Leichen, die dann so im Buch auftauchen. Wir begleiten eine junge Journalistin, die diese Whiskybrennerei geerbt hat und dann dort wirklich in der Einöde lebt und das alles ganz idyllisch ist und mit ganz vielen Schafen. Und das hat mir gut gefallen, also wirklich so diese Beschreibung der Gegend dort und wie das kleine Dorf so tickt und die ganzen Dorfbewohner, die auch sehr unterschiedlich sind, sehr bunt gefächert. Das war schön. Die eigentliche Aufklärung der Mordfälle, denn es gibt ja auch noch einen Altrocker, der sich bedroht fühlt, da seine anderen Bandmitglieder so nach und nach aus dem Weg geräumt wurden und der dann diese Journalistin quasi anheuert, um sich ein bisschen umzuhören und vielleicht herauszufinden, was dahinter steckt. Und so haben wir relativ viele Elemente in dem Buch. Also zum einen diese historische Leiche und da geht es um Whisky-Schmugglerei und wirklich so eine Art historische Spannungskrimi-Geschichte, die noch mit verpackt ist. Dann gibt es dieses große, wir lernen das Dorf kennen und diese Whisky-Brennerei. Es gibt eine Liebesgeschichte, die allerdings meiner Meinung nach auch ziemlich künstlich hinausgezögert wurde, um dann einfach noch was für die nächsten Teile zu haben. Dann gibt es diese Geschichte um diese Rockband herum. Nicht nur die Morde und dann die Aufklärung davon, sondern auch noch einige Geheimnisse in der Vergangenheit der Mitglieder dieser Rockband. Und dann geht es auch noch um Whisky und um die Vorbereitung einer Großveranstaltung dort in dieser sehr kleinen Whisky-Brennerei. Also ziemlich viel auf einmal. Eines habe ich noch vergessen, es gibt dann auch noch ein Geheimnis, ja, in der Kirche, es ist wie eine Art Grab in einem Geheimgang, das kommt dann auch noch mit hinzu. Und das war so ein bisschen zu viel, deswegen blieb alles recht oberflächlich. Ich muss auch sagen, dass mir die Protagonistin, also diese Journalistin, Abby hieß sie, glaube ich, nicht so richtig sympathisch war. Sie hat sich ziemlich viel zugetraut und hat andere Personen immer mit drei Schlagwörtern beschrieben. Und das war so ihr Talent. Wenn sie jemanden neu trifft, dann fallen ihr automatisch drei Worte ein, die den Charakter der anderen Person beschreiben. Und das ist dann auch so. das fand ich so ein bisschen nervig. Auch der Showdown ging dann in die Richtung, dass sie natürlich glänzt und die Polizei völlig überfordert ist. Das ist halt einfach ein bisschen unrealistisch. Deswegen ist es leider keine große Empfehlung von mir. Schade, ich habe hier wirklich so einen schönen, cozy Krimi erwartet, war dann aber doch recht enttäuscht. Ich habe dem Buch 2 Sterne gegeben, wegen den Schafen hauptsächlich. Und auch mein Neuzugang in diesem Monat, mein einziger Neuzugang, kommt von Ned Galley und das ist Alex Honnold, Allein in der Wand. Das ist ein Sachbuch, das Alex Honnold begleitet beim Free-Solo-Klettern. Also er ist quasi ungesichert und steigt dann dort Felswände hinauf, wenn er quasi falsch greift oder einen falschen Tritt macht, stürzt er ab. Also er hat keinerlei Sicherungen, keine Seile mit. Das ist ziemlich risikoreich und ich wollte einfach gerne erfahren, warum man sowas macht. Und das war's für diesen Monat. Ich würde mich freuen, von euch zu hören, was ihr gelesen habt oder welche Bücher ihr gekauft habt oder erhalten habt. Vielleicht war euer Monat ja ein bisschen erfolgreicher als meine. Dann schreibt mir bitte in den Kommentaren. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr habt noch eine ganz, ganz tolle Zeit. Bis bald dann. Tschüss.